Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, mittlerweile dürfte sich herumgesprochen haben, dass hinter dem Titel Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung in Thüringen sowohl wie zur Änderung verwaltungsverfahrensrechtlicher Vorschriften sich das Gesetz für den, sagen wir mal, Nichtpolitiker oder die Nichtpolitikerin des E-Government verbirgt. Nochmal zur Erinnerung, E-Government, also die elektronische Verwaltung, beschreibt die Kommunikation und das Verwaltungshandeln sowohl zwischen behördlichen Institutionen als auch zwischen Behörden und den Bürgerinnen auf einem digitalen Weg. Soweit so gut. In meiner letzten Rede zur ersten Lesung des Gesetzes habe ich bereits ausgeführt, welche Möglichkeiten, und Werner Pitter hat sie teilweise auch beschrieben, sich für Thüringen aus der Digitalisierung der Verwaltung ergeben können. Beispielsweise die Um- und Anmeldung von Kraftfahrzeugen bzw. die Beantragung von Reisepässen oder Anwohnerparkausweisen könnten damit Thüringer Bürgerinnen und Bürger zum großen Teil online regeln. Das schafft kurze Wege und das ermöglicht mehr Teilhabe. Der vorgelegte Gesetzentwurf hat bereits in vielen Bereichen positive Vorgaben und Lösungen aufgezeigt. Die guten Errungenschaften haben wir bereits bei der letzten Lesung angesprochen. Auch die Anhörung belegt aus unserer Sicht die tragfähige Ausgangslage. Es gibt einen Rückkanal, es gibt elektronische Bezahlmöglichkeiten. Die Einreichoption von elektronischen Rechnungen, die E-Akte und die Bürgerkonten wurden als sehr positiv aufgefasst. Wir haben bereits als Grüne im Februar 2017 einen Fraktionsbeschluss zur digitalen Gesellschaft und in der Auswertung unserer Gespräche im letzten Sommer haben wir auch da immer wieder mitbekommen, dass es dringend notwendig ist, so einen Beschluss zu haben, denn wir müssen in Thüringen leider immer noch feststellen, dass es definitiv an einem digitalen Habitus fehlt und dass wir hier noch ganz viel Luft nach oben haben. Während einige Teilnehmerinnen bei der Anhörung von Schnittstellen, Kompatibilität, Verschlüsselung und Public-Key-Verfahren und offenen Standards reden, verweisen andere in Stellungnahmen, und das sollte uns zu denken geben, auf die technische Unmöglichkeit der Bearbeitung einer PDF-Datei. Das heißt also, wir befinden uns hier in einem sehr breiten Spektrum an Menschen, die einerseits eigentlich sich mit solchen elektronischen Sachen tagtäglich beschäftigen müssten und andererseits aber ihnen schlicht und ergreifend die digitale Kompetenz fehlt. Das ist ein Flickenteppich in Thüringen und wir müssen leider sagen, an vielen Stellen ist es leider immer noch eine IT-Wüste. Es zeigt aber umso mehr, dass hier eine Entwicklung brach liegt und dass andere Länder uns da weit voraus sind und dort das digitalisierte Verwaltungshandeln schon lange gang und gäbe ist. Wir wollen in Thüringen die Weiterentwicklung einer digitalen Gesellschaft forcieren. Dazu bedarf es eben eines echten Habitus des Digitalen, der dieses fördert und ein Umdenken in vielen Bereichen erfordert. Wir müssen uns von den bestehenden handelnden Strukturen zukünftig mehr Engagement und Mut erwarten und weniger Bedenken und Ablehnung. Das wäre uns ein großes Anliegen, auch gerade an diejenigen, die auf der kommunalen und auf der Verwaltungsebene handeln. Denn für uns Grüne ist Bürgerbeteiligung ein zentraler Baustein und unserer Politik. Wir folgen dem Grundsatz, die Digitalisierung darf nicht um ihrer selbst willen geschehen, sondern muss den Menschen im Land nützen. Wir haben daher bereits im letzten Jahr Kriterien für eine gelingende Digitalisierung aufgestellt. Ein Hauptpunkt bleibt dabei die digitale Resilienz. Auch das hat der Kollege Pitte hier schon angesprochen, als die eigene Widerstandsfähigkeit in der digitalen Alltagswelt. Also eben nicht die Abhängigkeit von Großunternehmen wie Microsoft zu schaffen. Und ich finde, das haben wir in dem E-Government-Gesetz hier gut geregelt mit der Prüfung von offenen Softwaren. Denke ich, sind wir da auf einem sehr, sehr guten Weg. Aktuell können wir leider in München sehen, welche Folgen die politischen Entscheidungen hat, sich wieder den großen Konzernen anzubieten. Finanziell zahlt man wieder horrende Lizenzgebühren und muss seine Verwaltungsprozesse der Technik anpassen. Man vergibt die Chance, Herrin über die eigene Soft- und Hardware zu sein und zu bleiben. Auch das wurde uns in diesen Stellungnahmen mitgegeben. Und wie gesagt, da haben wir die Methode angewandt, Open-Source-Lösungen tatsächlich auch anzuwenden und uns nicht 100% den Herstellerlaunen von Großkonzernen auszuliefern. Die Open-Source-Lösungen bieten vielfältige Vorteile. Sie erhöhen aus unserer Sicht die Sicherheit, sie senken die Kosten, sie erleichtern den Wissenstransfer und dienen durch eine stetige Weiterentwicklung und Rückmeldung durch die Nutzerinnen dem Gemeinwohl. Diesen Gedanken haben wir aufgenommen und in vielfältiger Weise in das Gesetz verankert. So schaffen wir einen neuen Paragraphen zu offenen Standards.
geben dem E-Government-Portal eine Rückmeldefunktion und fördern mit Landesmitteln einheitliche E-Government- und IT-Infrastrukturen sowie IT-Koordinierungs- und Standardisierungsmaßnahmen, die einer gemeinsamen Nutzung aller Gemeinden dienen. All das sind konkrete und praxistaugliche Maßnahmen, welche die Nutzerinnen in den Mittelpunkt stellen. Nutzerfreundlichkeit und medienbruchsfreie Kompatibilität sollen die Hürden für eine Akzeptanz elektronischen Verwaltungshandelns möglichst gering halten. Gleichzeitig ist die Umstellung der Verwaltung auf ein funktionierendes E-Government ein Leuchtturmprojekt. Den Bürgerinnen muss dabei gezeigt werden, dass ihre Grundrechte auch im digitalen staatlichen Handeln verantwortungsbewusst gestärkt und gewahrt werden. So ist es nur folgerichtig, neben der D-Mail weitere Verschlüsselungsverfahren zuzulassen, weil selbst der Verein Nationales E-Government-Kompetenzzentrum kommt in seiner Stellungnahme zu dem Schluss, ich zitiere, D-Mail ist ein deutscher Sonderweg, der mutmaßlich zukünftig abgelöst wird. Das 2011 gesetzlich verankerte Mailsystem ist also ein totes Pferd der damaligen Bundesregierung, auf das man nicht mehr setzen sollte. Und auch das haben wir in dem Gesetz geöffnet. Des Weiteren haben wir die besondere Stellung des Landtags aufgenommen. Im Landtag gehen sowohl Verwaltungshandeln als auch parlamentarische Praxis zusammen. Dabei kommt den Abgeordneten eine besondere Schutzfunktion zu. Dies haben wir angemessen im Gesetzestext berücksichtigt. Ebenfalls berücksichtigt haben wir das große Potenzial, welches die Digitalisierung bietet. Dieses Potenzial wollen wir noch stärker nutzen und haben daher die Möglichkeit der Beteiligung der Öffentlichkeit durch elektronische Informationssysteme in einen neuen Paragraphen aufgenommen. Die Krux eines solchen Gesetzes ist es, in Zeiten galoppierender technischer Entwicklung einen konkreten Regelungsgehalt formulieren zu müssen. Das, was jetzt wirtschaftlich und technisch unmöglich erscheint, kann in ein paar Jahren schon wieder Normalität sein. Daher wurde die periodische Überprüfung einer möglichen Unwirtschaftlichkeit zu den jeweiligen Paragraphen ergänzt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es wird höchste Zeit, dass wir heute hier dieses Gesetz verabschieden, denn leider hängen wir in Deutschland gerade mit der elektronischen Verwaltung und mit dem elektronischen Regieren hinterher. Dieses Gesetz bietet eine wichtige Grundlage genau dafür. Wir sind bei vielen Fragen vom Bund abhängig und müssen dort auf den Bund warten. Ich glaube aber, dass es in Zukunft vor allen Dingen auch aus den Ländern heraus und auch aus den Kommunen heraus mit so einem Gesetz eine größere Selbstverständlichkeit gibt, der man auch dem Bund gegenübertreten kann und dort auch Entscheidungen einfordern kann. Wir bewegen uns sozusagen mit diesem Gesetz in die Moderne und können damit einige Schieflagen ausgleichen. Ich kann also die Zustimmung zu diesem Gesetz nur wärmstens empfehlen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Hempel.